Nach dem Brand auf Lesbos ist am Abend auch ein Feuer in der Nähe eines Flüchtlingslagers auf Samos ausgebrochen, etwa 200 Meter vom Lager entfernt. Nähere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Auf Lesbos ist die achte Nacht nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria angebrochen. Der Tag hat heute 5 Verhaftungen gebracht. Die Polizei wirft den Festgenommenen vor, das Feuer in Moria gelegt zu haben. Derzeit entsteht ein Ersatzlager. Doch viele der 12.000 obdachlosen Flüchtlinge kampieren immer noch im Freien, kaum versorgt. 1.553 Flüchtlinge dürfen nun nach Deutschland, nach einigen Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Koalition. Österreich will weiterhin niemanden aus Moria aufnehmen. In Moria alle von der Straße zu holen, ist derzeit die größte Herausforderung für die griechische Regierung. Alle 12.000 Menschen, die am Straßenrand auf bloßem Boden oder dünnen Decken schlafen, nach dem Brand im Lager. Kinder, Frauen und Männer. Wir können nirgendwo hin. Es gibt keine Klos, nicht genug Wasser, kein Essen. Den ganzen Tag gab es kein Essen. Erst jetzt abends. Doch das neue Zeltlager wächst schnell. Seine Logik lässt sich EU-Ratspräsident Charles Michel bei einem Lokalaugenschein erläutern. Registrierung, Covid-Test und entweder Quarantäne oder Zuweisung zu den Sektoren. Die ersten beziehen ihre Zelte. Derzeit sind es laut UN-Flüchtlingshochkommissariat knapp 1.000. Doch viele hoffen angesichts des Brandes, dass endlich das Lagerelend aufhört, der Kordon der Abschreckung endet und sie in andere europäische Staaten dürfen. Darüber diskutiert die EU. Beim Besuch von Ratspräsident Charles Michel in Athen sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, Moria gehöre der Vergangenheit an. Ein neues Aufnahmezentrum für Flüchtlinge an einem anderen Ort solle entstehen. Seit Jahren sucht die EU nach einer Lösung für das kaputte Dublin-Asylsystem. Nun unter deutschem Ratsvorsitz soll es einen neuen Anlauf geben. Angesichts des Brandes in Moria will die deutsche Regierung mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben als Regierung eine Verständigung herbeigeführt über das, was zu tun ist. Das setzt fort die Entscheidung der letzten Woche. Deutschland als ein starkes Land und als das Land, das jetzt die Ratspräsidentschaft hat, kann sicherlich einen substanziellen Beitrag leisten. Deutschland wird zusätzlich 1.553 Flüchtlinge aufnehmen. Während sich die deutsche Koalition also geeinigt hat, findet in Wien der grüne Koalitionspartner bisher kein Gehör. Wir werden dem deutschen Weg hier nicht folgen. Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele europäische Länder diesem Weg, Flüchtlinge in einer großen Zahl aufzunehmen aus Griechenland, nicht folgen werden. Österreich schickt heute Zelte für die Erste Hilfe auf der Insel Lesbos. Man solle nicht die Illusion hegen, damit seien die Probleme gelöst, sagt die deutsche Kanzlerin, die für eine europäische Lösung der Flüchtlingspolitik wirbt. Claudia Lind hat berichtet und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages.